Mein allerherzlichstes Hallo Leute zu diesem Video. Ich möchte euch zunächst mal ebenso danken für 7000 Abonnenten. Die Vögel fliegen schon gen Süden, so wie es aussieht. Ich habe die 290 von Märklin gealtert. Dieses Video baut praktisch ganz genau auf dem letzten Patinierungsvideo. Das war ja die V60 706 von Märklin. Da ging es um die Patinierung ohne Airbrush und diesmal um die anspruchsvollere Mischtechnik. Viel Spaß! Sie ist noch ladenneu, kannst du sagen. Und ich war jetzt eigentlich ein bisschen entsetzt, dass bei dieser Lok doch tatsächlich der Rahmen aus Kunststoff ist. Und auch der Tank besteht aus Kunststoff. Das habe ich nicht gedacht. Ich dachte immer, die sei komplett aus Metall. Nur der obere Aufbau besteht aus Metall. Es ist eine sehr schöne Lok, ohne Frage. Die hat hier sogar zwei Lüfter. Also sie ist auch überraschend leicht für eine Märklin-Lok. Und die soll also jetzt wirklich eine edle Patinierung bekommen. Da werden wir jetzt auch mal die Airbrush einsetzen. Aber zunächst müssen wir sie vorbereiten. Bei allem, was um Airbrush geht, heißt es mal Vorbereitung und soweit zerlegen. Die Lok hat hier einen leichten Macken. In so einem Fall ist natürlich das Patinieren eine sehr gute Möglichkeit, um sowas zu kaschieren. Ich wollte es jetzt nur mal erwähnen. Zunächst mal wird sie zerlegt. Das sind hier diese beiden Schrauben bei der Lok. Sind recht gut zu erreichen. Und jetzt sollte man das metallene Gehäuse abnehmen können. Geht wunderbar. Also das hat funktioniert. Ja. Und schon liegt die Technik vor uns und das wiegt fast gar nichts mehr. Ja, der Aufbau entspricht eigentlich der Rokolok. Kunststoff, alles aus Kunststoff, sogar die Kardanwellen. Nur der Motor, ein gekapselter, ist aus Metall, muss er ja sein. Sinterbronze Gleitlager hat sie drin. Naja, das ist die Märklin Metallphilosophie, die kenne ich noch anders. Alles nur noch eine Mogelpackung, wie es aussieht. Ganze Rahmenplaste her. In der Mitte siehst du das, wo die Schraube auch durchgeht. Das Teil hier, das ist noch Metall. Geklipste Getriebekästen aus Plastik. Sowas gab es früher bei Märklin definitiv nicht. Für mich keine Märklin-Philosophie mehr. Schade. Kupplungen habe ich jetzt mal abgeschraubt. Das sind ja die Gehäuseschrauben, das sind die Kupplungsschrauben, die Führerstandseinrichtung. Ja, viel siehst du nicht. Und eben auch hier jetzt das Führerhaus habe ich abgenommen. Und jetzt siehst du eine Unart. Man hat sich eben einen Arbeitsgang gespart. Die Fenster wurden einfach mit den Drähten der Griffstangen fixiert. Das musst du jetzt aufbiegen. Ist eine Fummelei, aber ich möchte sie lieber entfernen als abdecken. Solange es nicht geklebt ist, kriegst du das hin. An Scheiben niemals mit dem Schraubenzieher rumhebeln. Immer einen Zahnstocher benutzen. Sicher ist sicher. So, endlich alles draußen. Dach ab, Auspufftrompete steckt noch. Die war extrem festgesessen. Ja, Scheiben draußen. Und die Griffstangen habe ich wieder so weit reingekriegt, weil die müssen ja auch bearbeitet werden. Die können ja nicht so silbrig bleiben. Und diese Scheiben und Kupplungen und Schrauben, die legen wir jetzt alle erstmal auf die Seite hier nochmals. Das Werkzeug, es ist ein fürchterliches Gewürge, aber es hat doch Gott sei Dank funktioniert. Als nächstes musst du natürlich alles sauber machen und du siehst schon diese Plastikgriffstangen auf diesem Plastiktrittbrett. Die haben hier einfach keinen Halt. Das musst du jetzt alles von unten her mit einem Tropfen Sekundenkleber jeweils sichern. Der kriecht dann durch die Kapillarwirkung in die Fugen. Weil wir eben mit Airbrush arbeiten wollen, ist es wichtig, dass wir alles mal abdecken. Einfach mal mit einem üblichen Kreppklebeband hier aus dem Malerbedarf. Das tut's hier, dass eben die gesamte Elektronik mal keinen Sprühnebel mehr abbekommt. Die sensibelsten Stellen einer Märklin-Lok sind die Schleifergelenke. Die müssen wir auch abdecken. Wobei ich den Schleifer selbst jetzt nicht abklipse. Könnte man ihn noch schrauben, würde ich das tun. Aber an den Klipsen hebel ich jetzt nicht rum. Das ist mir schon wieder zu heikel. Ist ja alles jetzt Plastik und kein Metall mehr. Soweit sind nun die Schleifergelenke auch ausreichend abgeschirmt.
gegen den Sprühnebel. Man sieht schon, Airbrush bedarf bereits deutlich mehr Vorbereitung als die andere Technik, aber jetzt müssen wir die Fahrzeugteile ja auch noch entsprechend reinigen und entfetten. Bei diesem Modell setzen wir nun die Airbrush zur Aufhellung ein, weil wir eine gleichmäßige Aufhellung haben wollen, eine ganz ordentliche, wie sie eben durch UV-Strahlung und Verwitterung im Laufe der Zeit entsteht. Schon nach wenigen Jahren im Prinzip wird der Lack heller und matter, also stumpfer, aber jetzt nicht direkt mit diesen Schecken, wie jetzt eben bei anderen Loks schon gezeigt. Und auch diese Möglichkeit, das ist letztlich Geschmackssache, und diese Art von Aufhellung erreichen wir am ehesten durch Übersprühen mit einer Wash, genau genommen eine Mischung aus weiß, mattem Klarlack und etwas Airbrush-Verdünnung. Bei dieser Gelegenheit gönnen wir auch gleich dem Fahrwerk eine flächige Behandlung. Warum sollten wir das jetzt von Hand machen, wenn wir die Pistole schon eingesaut haben? Also das ist eine ganz tolle Sache, geht relativ schnell mit verschiedenen Braun- respektive Rosttönen. Ja, bis hin zu Schwarz, ein bisschen im Bereich des Lagers. Aber das können wir dann später auch noch von Hand entsprechend interessanter gestalten. Ich finde das ganz gut, jetzt eben für die Flächen Airbrush zu nehmen. Wenn was zu viel ist, lässt sich das einfach mit Airbrush-Verdünnung abwaschen. Das ist also auch überhaupt kein Problem. Es ist ganz, ganz wichtig bei der Airbrush, dass wir hier und da wieder was reinigen. Es lässt sich nicht vermeiden, dass man mal wohin kommt, wo man eigentlich nicht hin will. Aber da ergeben sich dann an und für sich die Spuren wie beim Vorbild ganz automatisch. Wenn wir da entlang wischen und das auch bei der Acrylfarbe sehr schön, dass das keine aggressiven Verdünner sind wie früher. Da kannst du dann einfach mal sauber machen. Das ist kein Problem. Siehst du? Und schon sieht das echt aus. Oder auch diese Stangen hier. Gut, das muss jeder selbst wissen, wie schmutzig er die haben will. Ich will die jetzt in dem Fall nicht so schmutzig haben. Sonst machen sich die Rangierer ja die Finger dreckig. Das wollen wir ja nicht. Oder auch jetzt der Langträger hier. Der Rahmen seitlich. Der wird schon noch schmuddeliger. Nur keine Angst. Aber so möchte ich das nicht haben. Nur bitte aufpassen, dass man nicht abgleitet, weil das löst natürlich gleich wieder die Farbe an. Hier ist jetzt nicht mal so viel Dreck, den man nicht haben will. Ich möchte eben die Kontrastflächen immer noch haben. Da siehst du, hier bin ich mal hingekommen. Sowas sieht einfach nicht gut aus. Weg damit. Je weiter wir ins Detail kommen, da können wir dann das noch ausarbeiten. Aber da gibt es ja dann auch noch Klarlack. Hier, das ist einfach zu doll. Das ist Geschmackssache, wie schmutzig die Lok sein soll. Hinterher wird alles nochmals mit mattem Klarlack überzogen. Wenn wir dann mit den Pulverfarben rangehen, ist diese Schicht auf jeden Fall schon mal versiegelt. Sicher ist sicher, wenn es nicht nur eine hauchdünne Farbschicht ist, gut für Airbrush-Verhältnisse ist die immer noch hauchdünn, aber es reibt sich zumindest nicht so leicht ab. Auch das ist mir noch zu wischiwaschi. Ich möchte ein bisschen mehr als diese 0815 Airbrush-Lackierung, die es einfach überall gibt. Mir ist das einfach zu wenig individuell, zu wenig künstlerisch. Und deswegen kommt jetzt der nächste Schritt.
Der Lack auf unserem Gehäuse ist jetzt soweit ausgehärtet. Und dann, ihr könnt es euch denken, fangen wir wieder an zu akzentuieren. Das heißt, überall da, wo es dunkel sein soll, an den Kanten, werden entsprechend Pulverfarben zum Einsatz gebracht. Unten an der Kante, da ziehen wir es ein bisschen nach oben. Ihr kennt das im Prinzip genau das gleiche wie bei der V60. Vor allem hier eben in den Fugen und Kanten wird jetzt schwarz ins Spiel gebracht. Ziehen wir auch ein bisschen hier in die Lüfter rein. Und immer wieder auf der Unterseite da, wo der Regen auf den Umlauf prasselt. Da sammelt sich der meiste Dreck erfahrungsgemäß und der Dreck läuft eben von oben nach unten. So ist das. Und der nächste Schritt dann freilich wieder mit dem nassen Pinsel sauber zu machen bzw. noch zu vermalen. Und da kannst du das alles wieder wegspülen. Der Klarlack ist ja soweit feste, da passiert also nichts mehr. Siehst du, da kannst du das soweit verarbeiten jetzt, dass wirklich die Schmutzspur nur unten steht. Ja, zum Teil bleibt das auch ein bisschen kleben hier. Ja, der matte Lack ist eben rauer, das muss man immer wissen. Könnt natürlich auch frei vermalen hier, nur nicht so ängstlich. Ja, hier kannst du auch wieder mit Wasser ein bisschen drüber gehen, dann geht es schön in die Tiefen. Und so wollen wir das haben. Wenn dir das jetzt zu schwarz ist, kommst du jetzt ein bisschen mit Rost. Immer wieder Akzente setzen. Ansonsten so ein bisschen Flugrost, so ein bisschen Bremsstaub darf sich da schon ein bisschen aufwirbeln. So kannst du das schon lassen. Das ist ganz schön, finde ich mal, oder? Gerade an den Kanten hier, da lagert sich immer sehr viel ab. Schaut einfach auf Fotos, das ist immer die beste Empfehlung. Ich habe jetzt hier diesen Pinsel auch schon feucht gemacht. Wird alles nass in nass verarbeitet. Das lässt sich jetzt wie Aquarellfarbe hier einarbeiten. Also wir wollen das bei der Lok jetzt ein bisschen dezenter machen. Und wichtig ist natürlich eine sehr gute Pinselspitze hierzu. Du kannst zum Beispiel auch hier diese Griffmulden entsprechend schwärzen. Das sind jetzt keine Acrylfarben, das sind wirklich nur wässrige Pigmente ohne Bindemittel. Und das sieht doch schon ganz gut aus. Hier unten noch ein bisschen. So lange, bis ihr mit dem Ergebnis zufrieden seid. Das muss eurem persönlichen Geschmack entsprechen. So, dann wird die gesamte Fläche eingenässt und so wie der Regen fließt, alles nach unten gezogen. So ergibt sich ganz automatisch der richtige Touch. Siehst du? So wird sie geschminkt, die schöne Dame. Trocken, nass, nass, trocken. Wie auch immer das gefällt, kann ich nur empfehlen. Und Wattestäbchen kann man sich auch leisten. Nimmst du ein sauberes und ziehst du nach unten, was zu viel ist, hast gleich deine Regenlaufspuren. Was willst du mehr? Und der Dreck hängt am Wattestäbchen. Kleiner Vergleich der bisher bearbeiteten Seite mit der bislang unbearbeiteten. Ja, was heißt unbearbeitet? Die ist ja nur vorbehandelt. Also das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, wie du siehst. Diese Art der Alterung ist einfach der echten Verschmutzung beim Vorbild sehr ähnlich. Vielleicht mag ich sie deswegen so gerne. Soweit ist es jetzt vorbehandelt. Und jetzt kommen wir mit dem Q-Tip. Alles gut nass machen und nach unten ziehen. Und dann kriegst du schon die gewünschten Effekte. Ein bisschen reiben. Deswegen auch nochmals die Klarlackversiegelung nach der eigentlichen Airbrush-Vorbehandlung. Ja. Jetzt siehst du schon den Hauptnachteil des Wattestäbchens, diese Fusseln. Ich habe schon spezielle Wattestäbchen gehabt, die nicht so gefusselt haben. Die gab es dann wieder eine Weile nicht mehr, beziehungsweise gar nicht mehr. Die besten waren früher immer die vom Schlecker. Ja, wie wir wissen, existiert der nicht mehr. Immer schön die Tiefen betonen. Ihr müsst nicht immer neue Farbe aus der Palette holen, sondern könnt auch noch lose hier wieder aufnehmen und dann entsprechend weiterverarbeiten hier. Alles kein Problem. Wichtig ist nur, dass der Dreck von oben nach unten fließt später, dass das eben sichtbar ist. Jetzt habe ich da auch ein bisschen Rostrot mit drin. Ja, das wird sich dann später noch ordentlich verarbeiten hier.
bisschen von Lauf in die Tür reinbringen, minimal. Und dann wieder nass von oben nach unten waschen. Immer die gesamte Fläche verarbeiten, nass machen und von oben nach unten ziehen. Der Trick ist immer dasselbe. Ränder kriegt ihr da zwar nicht so, aber wir wollen ja ordentliche Verläufe. Auch hier diese Lamellen wieder frei waschen, zieht es nach unten. Ja, dann hier mal alles feucht machen. Mit dem Pinsel funktioniert es definitiv besser als mit dem Wattestäbchen. Das sage ich nochmals, verwendet 2 oder 3 Pinsel am besten. Einen weichen, und das ist jetzt so ein harter, ja, Rotmarder-Ersatz praktisch. Es ist kein echter Rotmarder, liebe Güte. Das wäre zu teuer. Und immer schön den Schmutz von oben runterlaufen lassen. Du siehst, wie das verläuft. Und dann die Fläche trocknen lassen. Sieht doch geil aus, oder? Ja, auch im Führerhaus, da sind wir natürlich ein bisschen vorsichtiger. Vor allem was die Beschriftung betrifft, bitte nicht so viel Farbe auf die Beschriftung. Wir wollen die ja nicht überdecken, aber so an der Kante entlang können wir und vom Rahmen her eben auch ein bisschen abduckeln. Die Lokfronten habe ich jetzt nur ganz dezent akzentuiert. Ja, die andere Seite sieht ja so aus. Die hat ja 2 unterschiedliche auch, ja. Mehr möchte ich da gar nicht. Und jetzt kommen wir zu den Oberflächen der Vorbauten. Beginnen wir mit dieser Seite. Und ihr könnt es euch denken, zunächst freilich die Tiefen. Alles, was tief ist, kommt auf diese Weise noch mehr Tiefe. Ja, der Ventilator ist immer noch zu sehen. So soll es auch sein. Also das ist immer noch reines Schwarz. Weil ich denke mal, da sammelt sich so viel Dreck an. Das kann man auf jeden Fall mutig abdunkeln. Auch diese Luftansaugstutzen. Ich nehme mal an, dass das welche sind. Was soll es sonst sein? Und das, was jetzt kommt, ist jetzt wieder die Mischung aus Braun und Schwarz. Also wir wissen ja, hier lagert sich immer so eine schwarz-bräunliche Brühe ab. Nehmen wir unseren nassen Pinsel und beginnen hier mal zu vermalen. Und das ist das Schöne an den Pigmenten. Also nie nur trocken arbeiten, immer auch Wasser mit ins Spiel bringen. Ja, in Wirklichkeit ist ja auch der Regen hier am Start. Gehen wir auch mal hier über die Fläche, dass es keine Ränder gibt dann. Und dann sind wir einfach mal kreativ. Etwas Braun ins Spiel bringen. Ich hoffe, man sieht das dann überhaupt. Das ist jetzt das hellere Braun. Das vermischen wir jetzt nass in nass mit dem Schwarzen. Und dann kommen wir allmählich dahin, wo wir hin wollen. Etliche Bilder von Diesellokomotiven zeugen davon, dass immer wieder diese typische schwarzbraune Ablagerung auf den Vorbauten zu finden ist. Schiebt die Pigmente dahin, wo ihr sie haben wollt. Durch die raue Oberfläche sind die dann auch schon so weit grifffest. Man braucht sie kaum mehr zu versiegeln, mache ich aber trotzdem. Bei mir gibt es nur ordentliche Arbeiten. Gerade hier oberhalb der Maschinenraumtüren gibt es immer extrem schwarze Ablagerungen. Die wollen wir natürlich auch nachbilden. Das meinst du schon, die Türe könntest du tatsächlich aufschieben. Und auch hier überall in den Kanten kann man noch ein bisschen akzentuieren. Mit dem dunklen Rostrot jetzt, das ist so ein ganz dunkles Rotbraun so ein bisschen. Aber hier möchte ich doch das Blau so ein bisschen durchsehen noch. Sonst ist alles einfach nur noch trist und dunkel. Das ist, wie gesagt, alles Geschmackssache. Nach meinem Geschmack würde ich jetzt sagen, der Motorvorbau passt soweit. Sieht doch ganz gut aus. Auch auf der anderen Seite beginnen wir mit den Dunkelheiten dieser Lamellen hier. Und ansonsten arbeiten wir uns genauso voran. Alles schön reinbürsten. Und ansonsten arbeiten wir uns dann nass in nass weiter. Kannst du schon mal alles nass anlegen außenrum. Und du siehst auch, selbst solche Flecken lassen sich wieder anlösen und entsprechend verteilen. Diesen Vorzug gibt es bei keiner anderen Technik. Kannst natürlich auch die Lamellen selbst nochmals nass machen hier. Dann bleiben die Pigmente auch eher da, wo sie hin sollen.
später beim Fixieren ja sowieso braun, schwarz, bis wir uns eben entsprechend dem Stadium nähern, das wir erreichen wollen. Ganz entspannt bei dieser Technik, und das ist das Schöne. Bei Airbrush kannst du eben in Sekundenschnelle eine Lok versauen. Ich bin mittlerweile kein so ein großer Fan mehr dieser Airbrush-Technik, aber als Basis eben wie hier jetzt zum Lackieren ist es schon eine schöne Sache. Also überall, wo es gleichmäßig sein soll, da ist die Airbrush immer noch einzusetzen. Aber sie ist keineswegs Allheilmittel. Es ist und bleibt dem eigenen Geschmack überlassen und einem gewissen Ästhetikgefühl. Aber ich denke, so ist das jetzt eine runde Sache. Auch unser vorbehandeltes Dach wird ein bisschen mit Pulver veredelt. Zunächst werden wir es ein bisschen warmtöniger, rostiger gestalten, nass in nass freilich. Ich schaue ja immer mal auf Vorbildfotos und genau das ist da eben zu sehen. Da lassen wir so ein bisschen rostige, gelbliche Töne dann auch runterlaufen. Dann gehen wir direkt ins Nasse. Gehen wir mal mit Schwarz hier. Das ist ja der Auspuff. Siehst du? Solange es nicht ganz trocken ist, bleiben wir mal im schwarzen Bereich. Und verteilen es jetzt vor allem auf dem Dachscheitel. Ruhig, so ein bisschen leicht unruhig. Ich möchte ja diesen Eindruck einer Airbrush-Spur weghaben. Mir wirkt das einfach zu wenig künstlerisch, wenn einfach nur so eine ideenlose Airbrush-Spur drauf ist. Und dann sieht das schon ganz anders aus. Wir können es zurechtbürsten, wie wir es haben wollen. Und wir lassen es einfach regnen. Und jetzt verfließt es auch noch mit dem Rostpigment, das vorher dort war. Einfach schön. Das befriedigt mich so ganz gut. Ja, ist einfach was Besonderes und hat sogar noch feine Farbnuancen drinne, wie du siehst. Es geht so hin und her zwischen Schwarz, Kaltgrau, Warmgrau. Ja, so passt es, würde ich zumindest sagen. Ihr habt ja jetzt schon ganz schön viel gelernt und jetzt könnt ihr euch wahrscheinlich auch denken, weshalb wir die Drehgestelle so extrem hell angelegt haben. Ja, ganz richtig. Jetzt sorgen wir für Tiefe und zwar mit schwarzen Pigmenten, die gleich flüssig aufgebracht werden. Aber auf diese Weise kriegen wir hier jetzt extrem viel Tiefe. Ja, wir haben um die Lager herum diese Megi-Gummifederpakete. Das alles kann man ein bisschen nuancieren. Erstmal alles einstreichen, das könnt ihr recht dick machen im Moment. Und später wieder freiwaschen, was euch zu dunkel ist. Und dann kommt das alles schön plastisch raus. Vorher, nachher, der Direktvergleich. Das ist mir jetzt doch noch ein bisschen zu wenig. Deswegen garnieren wir jetzt mal ein bisschen die Federpakete hier mit einer Mischung aus Orange, Ocker und Weiß. Ich möchte einfach noch ein bisschen mehr Gravur haben, weil diese Drehgestelle sind sowas von flach. Da waren bereits die Drehgestelle der alten Rocco-Lok viel, viel schöner detailliert. Das muss ich schon sagen. Jetzt denke ich mal, dass das bisschen Gravur, das hier vorhanden ist, noch entsprechend gut rausgearbeitet wurde. Und das nächste, was dann kommt, ist noch ein bisschen Rost. Unsere Auspufftrompete oder Öse, wie auch immer wir das nennen wollen, die streichen wir jetzt mal schwarz, mattschwarz. Dafür nutze ich jetzt Revell-Lack, weil der direkt auf Plastik einfach die besseren Hafteigenschaften aufweist. Natürlich sollten wir auch in die Tiefe gehen. Die Kante habe ich zuvor sogar ein bisschen angeraut. Sicher ist sicher, um die Haftfähigkeit zu gewährleisten. Kommen wir nun auch noch zum Umlauf, den wir jetzt natürlich auch noch ein bisschen besser gestalten wollen. Zu den Vorbauten hin ein paar Schattierungen mit Verläufen. Vorbildfotos können da natürlich entsprechend Aufschluss bieten, was man da machen kann und was echt wirkt. Wenn es zu hell ist, könnt ihr es auch wieder abdunkeln. Mit den Pigmenten alles kein Problem. Hier ist jetzt zum Beispiel der Einfüllstutzen des Diesels. Da können wir so ein paar Ölflecken nachbilden mit bisschen Schwarz. Ja, und auch hier seitlich können wir jetzt so ein bisschen Schmuddel andeuten. Ich würde es jetzt nicht übertreiben. Was zu viel ist, dann wieder abwaschen. Und ihr wisst ja, zum Schluss dann alles wieder mit Wasser verarbeiten. Dann ist auch das Staubige weg. Das muss man jetzt gar nicht so arg vermalen.
Hauptsache, es war mal nass, dann setzen sich die Pigmente schon ganz anders in den Lack hinein, als wenn sie direkt trocken aufgetragen wurden. Und es ist eben tatsächlich so, als hätte es mal drauf geregnet. Und das wollen wir ja haben. Du siehst, wenn man es nass macht, eben auch, was passiert, wenn man die Pigmente dann fixiert. Alles wird wieder dunkler. Das ist ja die Illusion an den Staubfarben allgemein, dass helle Töne immer heller wirken, als sie tatsächlich nach dem Fixieren rauskommen. Und hier siehst du sehr gut, wie es wieder wegtrocknet und man könnte tatsächlich meinen, ein warmer Sommerregen sei darüber hinweggegangen und jetzt lugt die Sonne wieder hervor und trocknet alles wieder weg. Schön, sehr authentisch. Auch hier an den Rangierbühnen werden jetzt die letzten Feinheiten mit genäßten Pulverfarben aufgebracht und entsprechend wieder runtergewaschen. Im Moment sehe ich überhaupt nichts, was ich da mache. Entweder gewähre ich der Kamera Einblicke oder ich sehe es selbst. Über das Display kann ich schlecht arbeiten. Ich zeige euch das Ergebnis. Ihr wisst ja inzwischen, wie es geht. So sieht das nun aus, also immer wieder diese Hin- und Weg-Methode. Erst auftragen, dann wieder abwaschen. Ich habe dann hier diesen Kupplungshaken, diesen angedeuteten, noch mit etwas schwarzen Lasuren auf Pulverfarbbasis rausgehoben. Die setzen sich in die Fugen und dadurch wirkt er plastischer. Und auch hier am Tank habe ich mit trockenen Staubfarben noch ein paar spannende Nuancen gesetzt, dass das nicht so langweilig wirkt. Nun können wir unser Kunstwerk hier fixieren. Und ihr seht schon, im nächsten Schritt werden dann sämtliche Pigmente versiegelt. Alles, was wir jetzt mit Pulverfarben aufgebracht haben. Ja, und das ist jetzt so praktisch auch die Abschlusslackierung, bis auf wenige Details, die dann am Schluss noch kommen. So bekommt man beim Anfassen der Lok hinterher dann keine schmutzigen Finger und das soll ja auch so sein. Alles soll genauso grifffest haften wie eine industrielle Lackierung. Kommen wir jetzt freilich noch zur abschließenden Handarbeit, nämlich die Pufferschmiere wird aufgebracht, dicke Acrylfarbe mit einem Hölzchen. Ein abgeschnittener Zahnstocher ist das, aufgetupft. Die könnt ihr schon ein bisschen antrocknen lassen, vorher auf der Palette. Dann kriegt die die richtige Konsistenz. Und das sieht dann tatsächlich aus wie diese Schmierstellen. Lasst es nicht so gleichmäßig aussehen. Ein bisschen in die Breite arbeiten. Ich habe mir extra Vorbildfotos angeschaut. Die V90 muss hier geschmiert werden, hier hinten praktisch. Da gleitet der vordere Bereich des Puffers drüber. Bei Märklin ist das hinten fast gleich breit wie vorne. Das macht keinen wirklichen Sinn, aber so muss es geschmiert werden. Und unsere Puffer selbst, die sind jetzt auch schon so weit. Siehst du die angestoßene Pampe hier? So soll das sein. Und da brauchen wir dann wieder Trick 17. Mit einem glänzenden Markierstift in der Mitte ein bisschen tupfen, da wo das Fett eben tatsächlich glänzt. Vorsicht, dass die restliche Farbe bereits getrocknet ist, weil sonst könnt ihr den Stift hinterher wegwerfen. Das ist so ein Permanentmarker da von Staedtler, wasserfest natürlich. Ja, jetzt kannst du das erkennen. Da kann man noch ein bisschen mehr tupfen. Ja, so passt es nun, würde ich sagen. Und ihr seht schon, auch diese Löcher in der Pufferbohle habe ich noch schwarz ausgelegt. Das trocknet noch, ist natürlich dann matt. Das ist beim Vorbild so tief, da siehst du nichts dahinter. Das ist einfach schwarz vor Dunkelheit. Und diese Lok krankt eben allgemein an sehr schwacher Gravur. Also das muss ich immer wieder sagen. Und was mir eigentlich erst während des Bearbeitens aufgefallen ist, diese oberen Griffstangen hier, die sind nur angespritzt. Die waren schon bei der uralten Rokolok freistellend. Also ich weiß nicht, warum dieses Modell so teuer ist. Abschließend werden jetzt noch diese Kunststoffsignalhörner ein bisschen mit grauer Lasurfarbe abgedunkelt zumindest. Gleiches kannst du zum Beispiel auch mit den Antennen machen. Hier auf dem Dach die Rangierfunkantenne so ein bisschen überlasieren. Guck, und in die Mitte kriegt jede Tröte jetzt noch einen dunklen Punkt, dass die auch Tiefe hat. Das ist ganz wichtig, dann sieht es doch gleich noch besser aus. Und auch diese Zugbahnfunkantenne hier habe ich noch ein bisschen hellgrau gemacht. Und wer es ganz übertreiben will, kann das Spitzchen oben auch noch rot betonen. Wenn ich es schon sage, übertreibe ich es natürlich. Sieht doch geil aus. Ja, guckt mal auf alte Fotos. Da werdet ihr die Bestätigung finden. Zum Schluss war das, glaube ich, nicht mehr, aber in den 80ern auf jeden Fall.
Das ist natürlich jetzt ein nerviger Aspekt, speziell bei der Airbrush-Technik. Wenn ihr die Lok nicht zerlegt und die Räder drin lasst, müsst ihr die alle hinterher wieder reinigen. Siehst ja, überall ist dieser Sprühnebel drauf. Ja, aber dank des Airbrush-Cleaners ist das recht schnell wieder weg. Vorsicht aber, dass er nicht an die fertigen Teile kommt, sonst könnt ihr sie nochmal machen. Das Kreppband ist inzwischen alles wieder weg. Ja, es hat doch weitestgehend dicht gehalten. So ein minimaler Sprühnebel, der ein bisschen durchkommt. So wie jetzt hier an den Kabeln da. Das macht ja gar nichts. Also bauen wir sie wieder zusammen und die Fenster auch wieder ein. Diese Einrichtung hatte ich jetzt ganz vergessen. Das habe ich jetzt noch schnell improvisiert. Den Boden ein bisschen abgedunkelt. Ja, dass er Tiefe kriegt. Und dann so ein bisschen eine Schmuddellasur drüber gelegt. Sieht man eh kaum. Unglaublich aber wahr, die Lok ist fertig. Sie ist zusammengebaut, sieht mustergültig aus. Und jetzt schauen wir sie uns auch noch auf der Anlage an. Diese 212 im Zustand der späten 1990er Jahre ist einfach nur mit Lasuren bearbeitet. Also Airbrush muss nicht sein, ihr könnt auch nur mit Lasuren ausbleichen. Das wollte ich jetzt am Schluss nochmals erwähnen. Und wenn ihr es nicht glaubt, schaut doch das Tutorial mit der purpurroten V60 in Epoche 3 Ausführung an. Ja, da seht ihr das ganz genau.
Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst doch bitte eure positive Bewertung da. Ja, denkt daran, nicht vergessen. Und schreibt einen netten Kommentar. Und Leute, das ist jetzt wirklich eine eindringliche Bitte. Gebt doch bitte ein Motivationssignal. Anders komme ich wahrscheinlich ohne die Workshops nicht über den Winter, weil die Unkosten laufen weiter. Die lassen sich nicht decken, nur mit Patinierungen. Ihr wisst ja selbst, es wird weiterhin an diesen Maßnahmen festgehalten. Es ist nicht möglich, in der Karte auf dieser kleinen Fläche wirtschaftlich vertretbare Workshops anzubieten. Da rächt sich einfach das Quadratmeterproblem mal wieder aufs Neue. Ja, ihr kennt das schon vom Video 034 und das ist schon, ja, kannst du schon sagen, wie verhext das ist, sich immer wieder durchsetzt und jetzt auch mit dieser völlig ungeahnten Sache eben wieder in den Vordergrund tritt. Und gerade deswegen, weil keine Quadratmeter da sind, kann ich den 1,50 Meter Abstand nicht einhalten, könnte maximal 3 Teilnehmer in den Workshop nehmen, müsste es alles komplett neu kalkulieren. Eine Kalkulation für Workshops grundsätzlich mit 3 Personen macht keinen Sinn. Weil bisher ist es eben so gewesen, dass die nicht vollen Workshops mit weniger als 6 Teilnehmern ja von diesen vollen mitgetragen wurden. Wenn ich jetzt aber anfange und 3 Leute Workshops anbiete, dazu noch unter diesen Hygienebestimmungen, das heißt, es muss ein Hygienespender her, es müssen verschiedene Maßnahmen getroffen werden. Zwischen den beiden Plätzen im Hauptraum müsste eine Plexiglaswand errichtet werden, weil da der Abstand minimal zu klein wäre ohne. Ja, und so geht es eben gerade weiter. Dazu dürfte ich keine offenen Getränke mehr reichen, kein offenes Essen mehr. Es müsste alles unter Hygieneschutzverpackungen praktisch liegen und entsprechend am Platz verzehrt werden. Man müsste die Maske tragen im Flur und so weiter. Volles Theater, volles Programm eben. Ja, und deswegen lasse ich es lieber ganz. Ich hoffe, ihr habt ein Verständnis dafür. Wenn ihr mir über den Winter jetzt wieder irgendwelche Patinierungsaufträge schickt, ist das okay. Aber habt bitte Geduld. Es geht bekanntlich der Reihe nach. Und ich hoffe damit irgendwie das Jahr 2021, soweit muss man jetzt tatsächlich schon denken, gedeckt zu bekommen. Es geht wirklich nur noch um Unkostendeckung. Und deswegen an alle, die ein Motivationssignal geben, Leute, mein herzlichstes Dankeschön. Ihr seid die Besten gerade jetzt in dieser Situation. Ich bin absolut darauf angewiesen, wie noch nie, ich gebe es zu. Deswegen, Leute, seid bitte so fair und gebt, was ihr geben könnt. Wenn euch diese Videos und mein Kanal und auch ich selbst ein wenig am Herzen liegen, anders geht's nicht mehr. Ich war jetzt wirklich in einem depressiven Loch gewesen. Der Grund, dass keine Videos mehr kamen so lange Zeit, war die blanke Verzweiflung. Ich sag's, wie es ist. Und ich mache da auch keinen Hehl draus. Jetzt kommen die Bomber. Nee, du. Alter, hier kommen die Bomber geflogen wieder. Was sind das immer für Bomber? Ja, für heute war es das jedenfalls. Herzlichen Dank für euer Motivationssignal. Macht's gut, bleibt immer abartig kreativ und positiv, Leute. Ja, und ich hoffe, dass es wieder aufwärts geht. Das hoffen wir alle gemeinsam, wie immer von Herzen. Euer Kunstmichi. Ciao.